Bei der Post erwarten wir die ersten Anwendungen für im Bereich IoT. Zum einen auf der Kundenseite, der Post Home Button wird dieses Jahr in 5 Zustellbezirken ausgerollt. Wir hatten letztes Jahr mit bis zu 1000 Geräten breite Feldtests. Der bringt vor allen Dingen mehr Convenience für die Kunden, aber natürlich auch Effizienz für die Abwicklung und damit zukünftige Preisstabilitäten. Also aus unserer Sicht ist 5G die technologische Weiterentwicklung der bisherigen Mobilfunkstandards eine wichtige und sinnvolle Weiterentwicklung. Es ist allerdings momentan ein sehr großer Hype. Wir erwarten, dass es phasenweise ausgerollt wird und erst schrittweise den Nutzen für unsere Kunden bringt. Für IoT-Anwendungsfälle sind wir derzeit nicht darauf angewiesen, auf 5G zu warten, werden aber die neuen Features selbstverständlich nutzen und einbauen, sobald verfügbar. Aus unserer Sicht sind die Herausforderungen für IoT-Anwendungen eigentlich nicht wirklich schweizspezifisch. Im Gegenteil, die Schweiz hat diverse Vorteile im Hinblick auf eine flächendeckende Vernetzung, auf eine Verfügbarkeit von Technologien. Da gibt es häufig einen guten Vorsprung im Vergleich mit anderen europäischen Ländern. Die Herausforderungen sind ganz allgemeiner Art im Bereich Geschäftsnutzen, kulturelle Umwandlung. Die sind aber nicht wirklich schweizspezifisch, sondern die hat man bei jeder Anwendung.